Genau, hier, das können wir verkaufen. Jawohl, verkaufen, verkaufen, verkaufen. Wir haben noch genügend Pizza. Genau, für die Schärpe. Was braucht man denn da für die Seide und ein Kobalt-Edelstein? Wir hatten doch Seide. Nee, wir hatten keine Seide. Na gut, stimmt, ich wollte Seide farmen. Und ich glaube, die Schärpe, die kann man auch kaufen. Und zwar Origami und Onilord, genau so rum war's. Kimono herstellen, genau das wäre das Ziel gewesen, aber dafür hätte ich jetzt nochmal vor dem Stream Seide farmen müssen, habe ich aber nicht gemacht. Schüttel traurig den Kopf, du willst gar nicht wissen, was du dir damit eingebrockt hast. Elia und Finanzen? Das ist fast so schlimm wie ich und Finanzen. Naja, wir haben 8000 Gold, was kann denn da passieren? Schwupps, Armenhaus. So wird's wahrscheinlich geschehen. Haben wir denn eigentlich bei den Kleinoden? Muss man gerade gucken. Das haben wir alles gemacht. Und plus 4. Wir haben aber keine plus 5 Schriftrolle. Stimmt. Und du gibst es auch noch zu, Elia. Eine neue Gefahr. Ich glaube, wir machen erstmal die Quest, weil ich glaube, diese Quest führt uns noch im alten Bereich hin und her. Die ist, glaube ich, noch nicht in der neuen Region. Nachdem wir dieses Editionszeug und meine persönlichen Probleme jetzt hinter uns haben, könnten wir eine coole Kampagne ausprobieren. Klingt gut. Aber seid gewarnt, sie ist nur für Charaktere mit hoher Stufe. Na, unsere Stufen sind so hoch, dass man sie vom Mond aus sehen kann. Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Egal, los geht's. Alles klar, fangen wir an. Ihr seht eine Menschenmenge, die sich an den Toren des Dorfes versammelt. Ich gehe nachsehen, was da los ist. Als ihr euch durch die Menge schiebt und drückt, seht ihr einen schwer verwundeten Mann auf dem Boden liegen. Das Monster, die Nullebene. Er sieht aber auch wirklich... Aber er wurde schon verarztet, wie ich hier sehe. Es wurde ihm schon das Bein verbunden. Was ist passiert? Ich gerade noch fliehen. Was denn für ein Monster? Keine... Der Mann stirbt. Was? Der hat eine Verletzung am Bein und ein blaues Auge. Was ist denn los mit dem? Also gehen wir diesen keine Ahark töten? Klingt nach einer Quest. Auf zur Nullebene. Reist in die Nullebene und löst das Rätsel. Oh, ein Rätsel? Ein Rätsel? Oh, Mokassins gefunden gerade. Oh, Schild und Speer. Und Schwert und Dolch. Ich habe den keine Ahark getroffen. Hier gibt es niemanden, der so heißt. Was? Du weißt schon, was wir meinen. Was man nicht benennen kann, kann man nicht bekämpfen. So ist das Gesetz. Und wie heißt das Ding? Es ist das unaussprechliche Grauen. Es gibt nur einen Weg, ihn zu besiegen, wenn man seinen wahren Namen kennt. Hey, du hast einen gesagt. Ja, was das angeht, wir hatten eine kleine Reform. Man muss ja mit der Zeit gehen, oder? Freut mich für euch. Kann ich jetzt gehen? Klar, wir kommen später nochmal vorbei. Ach, so einfach ist das. Er hatte bestimmt innere Verletzungen, die kann man ja nicht sehen und kaum behandeln in der Zeit. Innere Blutungen. Ja gut, innere Blutungen an der Wade? Na gut, okay, der kann auch irgendwo anders verletzt gewesen sein. Leider... Achso, Mist, ich habe einen Text weggeklickt, sorry. Leider verfüge ich nicht über diese Information, was auch immer ihr mich gerade gefragt habt. Verflucht, ich meine... Oh. Es heißt, der antike Orden der Munchkins kennt den Namen. Aha. Wir müssen also zu den Munchkins, ich verstehe. Moorgeist niederstrecken, ich glaube, wir sind da immer noch auf dem richtigen Weg, was Niederstrecken betrifft. Kann man machen, oder? Kann man machen. Kann man machen. Oder? 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 Hau raus! Gebrochene Rippe und perforierte Lunge. Das könnte es wiederum gewesen sein. Das sieht man ja unter dem Hemd nicht. Das kann tatsächlich gewesen sein. Der Orden der Munchkins. Wo ist denn der Orden der Munchkins?
Ihr wollt den Orden der Munchkins finden? Ja, es kann eine lange und gefährliche Reise sein. Lang und gefährlich ist mein zweiter Vorname. Meiner auch. Entschuldigung. Meiner ist Tracy. So ein Quatsch. Also gut. Angeblich leben sie in Großstadt. Das ist ja quasi um die Ecke. Es ist jenseits der Mauer. Alles dort ist weit entfernt und unheimlich. Das war so klar. Reisen ist nicht so deins, was? Also gut, gehen wir. Babylon, Tracy, Psyon. Auf nach Großstadt zu den Munchkins, die lange und gefährliche Reise. Und als erstes steht da oben natürlich sichere Reise. Zweimal sogar hintereinander und? Und noch eine kostenlose Reise obendrauf. So schnell kann's gehen. Wie wollt ihr den Orden der Munchkins finden? Ich frag den Assassinen da oben. Herumfragen oder Leute aufmischen? Ich hab so eine Idee, in welche Richtung das gehen wird. Ich gehe schon mal mit der Maus drauf, aber ich warte eure Entscheidung ab. Fragen, Fragen. In dem Fall warte ich nochmal auf die Entscheidung des Barbaren. Wir fragen sehr lieb und freundlich. Ich enthalte mich, sonst muss der Paladin weinen. Mit der Waffe in der Hand. Also wir haben zweimal herumfragen. Und wir schicken den Barbaren los, herumzufragen. Und das endet natürlich zwangsläufig in... Endlich kann ich meine Verhörfähigkeiten mal nutzen. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee... Verhör, Sabotage, Einschüchterung. Was ist denn mit dem Druiden los? Wie eine Wagenladung Affen auf Acid. Lasst ihr eure Spielercharakterigkeit über Großstadt hereinbrechen. Vorsichtig formuliert nimmt es kein gutes Ende. Helfen und töten. Ja gut, also ich denke mal, mit denen werden wir fertig werden, oder? Das ist jetzt kein so großes Problem. Das sind nur ein paar Banditen, die kriegen wir hin. Da wird schon aufgeräumt. Jemand verletzt? Offensichtlich nicht. Ich könnte mal gerade schnell hier die Sachen noch verkaufen. Die brauchen wir nämlich nicht mehr. Ja, weg damit. Weg damit. Gibt es wenigstens was zu looten? Durch schier unglaubliches Glück trägt eines eurer Opfer zufällig eine Visitenkarte des Ordens der Munchkins bei sich. Ja, es hat doch funktioniert. Es hat doch funktioniert. Talk smoothly and carry a big stick. Die Taktik funktioniert normalerweise immer. Ihr kommt an eine kleine Tür in einer Seitengasse. Ich klopfe an die Tür. Die Tür öffnet sich und ein großer Mann erscheint. Ich habe euch doch gesagt, ich komme wieder. Nein, es ist Arnold der Barbar. Nur Personal mit passender Power darf passieren. Passende Power? Passende Power bedeutet, wir werden uns beweisen müssen. So wie bei dem Orden von Xena. Also kämpfen wir wieder, oder was? Ein Wettkampf der körperlichen oder arkanen Macht ist ein akzeptierter Eignungsnachweis. Ach, wir müssen wieder gegen... Oh, ist Endboss. Endboss-Musik. Bin ich dabei. Da müssen wir den Rowan nur wütend machen. Ein wütender Rowan ersetzt 6 Barbaren. Ich glaube, den Conan da oben können wir nicht betäuben. Das wird nichts helfen, aber den... Bonusaktion. Ja, ja. Oh, der kann zweimal... Das ist aber fies. Wieso kann der zweimal angreifen? Holen wir ihn mal nach vorne. Alterationsduell, Tatsache. Guck mal, der Conan ist... der Conan ist noch da. 742 Schaden. 39, ja gut, das nimmt sich nicht so viel. Schwupp. Der rüstige Rowan gegen den knackigen Conan? Es passt, es kommt nicht. Mir fällt kein Attribut mit C ein. Charmant! Der charmante Conan, ja. Aua. Jetzt legt er aber los. Und da ist auch sein Ende. Charakterlos. Der charakterlose Conan.
Er hat einen Stab mit dabei gehabt. Du hast nur Glück gehabt. Das war mehr als Glück. Das war deutlich mehr als Glück. So. Kurz schlafen, wieder ausruhen. So, wünsch mir Glück. Ich mache jetzt Fleischwand und hoffe, dass ich überlebe. Elia, viel Glück bei der Fleischwand. Meine ganz persönliche Fleischwand hatte ich eben schon zum Abendessen. Ich würde mal sagen, sie ist schaffbar. Trotzdem, rüstiger Rowan rupft radikal randalierende Rabauken. Stimmt. Hatten wir da nicht auch Rowans Rabauken? Waren die nicht Steuereintreiber? Ich erinnere mich ganz dunkel. Nun sag uns... Ach nee, das ist ja Moorgeist. Nun sag uns den wahren Namen des unaussprechlichen Grauens. Nur die Akolyten höheren Ranges dürfen diesen Namen kennen. Wenn ihr nicht hier seid, um unserer Organisation beizutreten, dann geht bitte. Oh, na dann würden wir gerne beitreten. Geht das jetzt gleich? Euer Können reicht für eine Novizenposition innerhalb des Ordens aus. Ihr dürft passieren. Den Boss, verdammt. Marodierende Moorgeist macht mächtige Monster mürbe. Es ist die Kreativität, die hier... Und dann ein Haus aus Fleischblöcken bauen. So viel Spaß müsste Schulaufgaben auch machen. Müssten. Kann man ja bei Starbound zum Beispiel auch machen mit den Fleischblöcken. Da kann man ja so einen Fleischraum machen. Da gibt es ja diese Planeten, wo unten drunter im Erdgeschoss, also im Planeten drinnen, ganz viel Fleisch ist und Blut. Ein Punkt bei Rowan. Wir hatten gesagt, wir machen immer alles nacheinander einmal hoch. TP plus 8. Schwupp. Die Kraft der Montage. Nein. Ihr habt eure Ausbildung im Orden der Munchkins begonnen. Tage vergehen und ihr schult euer Können in der Kampfkunst und dem Absolvieren von Abenteuern. Das schreit nach einer Montage. Ja, Montage. Naja. Dam, 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 dam. Moment, das ist diese... Wie geht nochmal die Rocky-Musik? Die müsste man jetzt eigentlich einspielen. Rocky-Musik. Ich hebe Gewichte. Boxen. Definitiv Boxen. Kung-Fu auf einem wütenden Bären. Auf einem Berggipfel schweben, während man haufenweise Bücher studiert. Ja. Ihr fühlt euch alle sehr gut ausgebildet, aber... Auf spitzen Pfählen tanzen, während man drei Drachen bekämpft. Elitärer Elia euthanasiert etliche ekelhafte Endgegner endgültig. Das ist schon Meisterklasse. Aber was? Es gibt auch einen ordentlichen Weg, einen mechanischen Weg. Der Munchkin-Mönch sieht mir erstaunlich aus wie... Um Novizen auszubilden, haben wir einige kaum buchstabierbare Abscheulichkeiten gefangen genommen. Schließt das Training ab, um vollwertige Mitglieder des Ordens zu werden. Aha, in die Dampfebene. Aber in der Dampfebene ist doch der Dingsbums unterwegs, der... Na, ihr wisst schon. Der Taraske. Da ist doch der Taraske unterwegs. Müssen wir gegen den kämpfen? Mittlerweile wären wir, glaube ich, gut genug dafür geeignet, also... Ernsthaft? Ja, gut. So, jetzt aber. 5 Zoggots? Was sind denn? Mondbestien und Zoggots, Größe XL, Stufe 23. Wir können nur jeweils einen. Wir können nur jeweils einen davon bekämpfen. Na gut, alles klar. Mal gucken, wie viel der aushält. Tatsächlich nicht so viel, wie ich gedacht habe. Das überrascht mich ein bisschen. Ja, hatte ich mir jetzt ehrlich gesagt schwerer vorgestellt, aber gut, man weiß es ja nicht, ne? Es ist ja, wir müssen einfach 5 Stück davon besiegen und dann sind wir... Ich wünschte, ich könnte mehr hinzufügen, warte mal. Gab's da nicht, wie ging das noch gleich? Nein, möchte ich nicht. Die Papyrus Daily, die kommt schon eine Weile nicht mehr raus. Hier sind die ganzen Zeitungen, die wir hatten. Konnten wir nicht irgendwie... Na, wir konnten irgendwie den Raum verändern, in dem wir sitzen, damit wir mehr Gegner... Cthulhu lässt grüßen. Tatsache ist, er ist aus Cthulhu? Zagot.
Ja, wir konnten irgendwie den Raum verändern, damit wir gegen mehr Monster gleichzeitig kämpfen können, aber ich glaube, dazu muss ich ins Hauptmenü zurück. Es ist ja auch wurscht, wir können ja auch einfach jeweils einzeln dann gegen den antreten. Er scheint mir jetzt nicht so schwer zu sein. Da muss ich nicht mal großartig die Spezialfähigkeiten verwenden. Denn ich glaube, da kommen wir auch so durch. Bonus, ja, tot. So viel dazu. Da hat der Hamster zugeschlagen. Falls Ratzenfratz gerade zuguckt, viele Grüße. Der Hamster hat den Kampf beendet gegen dieses Riesenvieh. Wir schlagen da jetzt einfach drauf. Ah, der lässt sich aber schon wieder ein bisschen schwieriger töten. Gerade noch was gesagt und schon wieder eines Besseren belehrt worden. Es dürfte nur noch einer... Nee, es sind noch zwei... Ja gut, das kriegen wir hin. Scheibenschießen. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Er macht zwar unangenehme Sachen, aber... Die sind nicht wirklich tödlich. Und der letzte. Und bis dahin müsste ich auch nochmal aufsteigen, oder? Ja, knapp wird's. Aber ich glaube, mit dem letzten müsste ich dann auch nochmal aufsteigen. Was war das denn für ein Angriff? Schwäche. Hat er Geschenke fallen lassen? Rowan mag keine Geschenke. Nicht aufgestiegen, ernsthaft? Och komm. Das ist aber jetzt ein bisschen. Nee, also bitte. Ja, zurück nach Großstadt. Ich glaube, wir haben das Training abgeschlossen. Oder kommen jetzt noch mehr Aufgaben, die wir erfüllen müssen mit irgendwelchen riesigen Monstern, die wir bekämpfen? Also ich meine, ich hätte nichts dagegen. Aber dann vielleicht gegen mehrere gleichzeitig? Wir sind, glaube ich, für diese Quest schon ein bisschen overpowered. Wir müssen auch noch immer die Questreihe finden, bei der man letztlich Ritter werden kann, denn die Klasse habe ich noch nicht freigeschaltet. Und ich habe herausgefunden, es ist eine Questreihe, die wir absolvieren müssen, um diese Klasse freizuschalten. Deshalb würde ich das tatsächlich auch gerne noch mit hinbekommen, falls wir die Möglichkeit dazu finden. So. Glückwunsch! Ihr habt eure Novizenausbildung abgeschlossen und seid jetzt vollwertige Mitglieder des Ordens. Ich hatte keine Ahnung, wie gut es sich anfühlt, ein Munchkin zu sein. Boah, Geist, du bist ein Munchkin? Ernsthaft? Jetzt ist der Level-Up da. So. Ja, plus 2 Schaden ist in Ordnung. Ja, ist okay. Die erste Mission. Also, nachdem wir jetzt Mitglieder sind, was machen wir jetzt? Kriegen wir irgendwie Missionen oder so? Und wann sagt ihr uns, wie dieses Monster heißt? Geduld, junge Munchkins. Um das unaussprechliche Grauen zu besiegen, müsst ihr zunächst seine Diener besiegen. Und wie machen wir das? Den Daten zufolge, die unser ordenseigenes Orakel gesammelt hat, gibt es einen Anstieg von Monsteraktivitäten in den Bergen des Akzents. Praktisch so ein Orakel. In die Berge des Akzents, da oben. Stufe 14? Der Boss hatte nur noch 200 HP und dann tot. Nein! Ich weiß gar nicht, wie ist das bei Terraria? Verliert man da auch alle seine Sachen, wenn man drauf geht? Also bei Starbound kann man das ja einstellen, aber bei Terraria weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Ich mag diese frische Bergluft. Ah nein, das ist Moorgeist. Ich mag diese frische Bergluft. Warum heißen diese Berge eigentlich Berge des Akzents? Früher, in der Zeit vor dem großen Grafik-Relaunch, ähnelten diese Berge Schriftzeichen mit Akzent. Ihr wisst schon, Ich verstehe. So klinge ich aber nicht. Je nach Einstellung. Ah, okay. Dann hoffe ich, ihr habt nicht alles verloren. Gottes Willen. Also Moorgeist, das ist einfach eine kreative Entfaltung hier, die Vertonung deiner Stimme. Manchmal fielen diese Punkte von den Bergen hinunter. Nichts war gefürchteter als eine Punktwiene. Mich Milchfüße schneuz, wir krassen dicht Kuh, das Bier unsere Zähne durchschneuzt.
Wovon redet der Mann? Sind das nicht diese schweigenden Mönche oder sowas? Die klingen wie die abgedrehteste Autokorrektur aller Zeiten. Stimmt! Sie klingen wie eine Autokorrektur. Kann ich meinen Verstand verwenden, um rauszufinden, wer sie sind? Dann sind wir leider verloren. Sie sind die Bruderschaft des Wirrwarrs. Früher waren sie die Bruderschaft des Schweigens. Jetzt versuchen sie zum ersten Mal zu sprechen. Ich fand sie sympathischer, als sie noch stumm waren. Was wollen sie? Ich fürchte, der restliche Dialog ergibt auch keinen Sinn. Ich spreche chaotisch. Hilft das? Elia spricht chaotisch? Respekt. Ja, ihre Sprache ähnelt dem chaotisch, das du aus einer früheren Edition gestohlen hast. Sie waren es, die das unaussprechliche Grauen beschwört haben, und sie wollen offensichtlich nicht, dass sie es besiegt. Ich würde sagen, wir erteilen ihnen eine klar verständliche und gewalttätige Lektion. Gewalttätige Lektionen erteilen, da bin ich dabei. Und Rowan auch. Oha, das spricht er definitiv. Ja, das kann ich. Gut, dann ist er genau richtig. Elia ist unser Mann, wenn es um chaotisch geht. Oder wie ich sagen würde, chaotisch. Wir blocken sie mal. Ach ne, die widerstehen alle wahrscheinlich, ne? Aber der eine ist betäubt. Zwei sind betäubt, sehr gut. Jetzt ist nur noch einer betäubt, aber das ist nicht so schlimm. Einer ist tot. Ich glaube, wir sind als Gruppe aber auch ziemlich gut zusammengestellt. Ne? Also das funktioniert wirklich einwandfrei. Ich habe das ja vor Ewigkeiten schon mal durchgespielt. Es ist sehr, sehr lange her. Und da hatte ich eine Gruppe zusammengestellt, die aber nicht so gut funktioniert hat. Also da hatte ich wirklich Probleme bei den ein oder anderen Gegnern. Und hier klappt das wirklich ohne Probleme. Es freut mich. Es freut mich. Das war vielleicht was. Oh ja. Ich dachte, wir würden gegen die Mönche kämpfen. Selbst als Bruderschaft des Wirrwarrs sind sie keine Narren. Sie haben kaum buchstabierbare Abscheulichkeiten als Leibwachen engagiert. Ach so. Sie haben kaum buchstabierbare Abscheulichkeiten als Leibwachen engagiert. So ist die Betonung richtig. Klingt einleuchtend. Es bläst ein eisiger Wind, als ihr an den felsigen Klippen angelangt, müde von der langen Reise. Warum so dramatisch? Wir waren doch schon tausendmal hier. Ja, aber dieses Mal ist der eisige Wind noch eisiger und die Felsen noch felsiger. Außerdem liegen mehrere Leichen auf dem Weg. Was ist denn hier los? Ein knisterndes Geräusch hallt durch die Weite der Berglandschaft wieder. Ihr seid hier nicht alleine. Es sind die Aliens! Na ja, gut. Ich glaube, die waren noch leichter. Ja, die sind noch leichter. Alles klar. Da brauchen wir nicht mal wütend zu werden. Ich glaube, das geht auch so. Da. Der Hamster schnappt sich einen nach dem anderen. Was? Ach ja, stimmt. Die verwandeln sich ja in. Ah ja, stimmt. Ich erinnere mich. Wenn die dran sind, verwandeln die sich in irgendwelche beliebigen Gegner. Das war ihr Problem. Ich kann Moorgeist mit so einer Stimme nicht akzeptieren. Na gut. Wir haben einen Fisch bekommen. Na lecker. Schnappt euch die Beute. Reicht es dann wieder? Ein Bote des Ordens erscheint. Ah, ihr habt eure Mission abgeschlossen, das ist gut. Nun, ich habe wichtige Kunde, die euch interessieren wird. 30.000 Erfahrungspunkte! Oh, Widerstand minus 1, das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Und hier, was haben wir denn hier eigentlich noch? 9 Schaden, Schaden minus 1, wenn du eine Fähigkeit nutzt. Widerstand minus 1, das würde ich nehmen, ja. Was? Was? Wieso? Was für Neuigkeiten? Hier sind keine Neuigkeiten.
an der namenlosen Brücke? Ernsthaft? Aber warum hat er uns das nicht gleich hier gesagt? Gegenstand. Hufeisen. Einfach auf dem Weg gefunden. Kann schon mal passieren. Die Suche nach dem Stab. Also gut, Herr Bote, wie lautet die Kunde? Unsere Wissenssucher haben eine Legende entdeckt, die von einem mächtigen, magischen Gegenstand handelt, dem magischen Stab. Epischer Name. Oh, das klingt mächtig. Wie kann er uns helfen? Das liegt leider noch im Verborgenen. Wir improvisieren also nach Bedarf? Ich habe alles im Voraus geplant. Der Wissenschaftler im Labor wird mehr über das Artefakt wissen. Reist ins Geheimlabor. Schon wieder der Wissenschaftler im Labor, aber das ist diesmal der Troglodytenwissenschaftler, nicht mehr der Klempner. Insofern... Vor allem, wenn man reitet? Was ist denn vor allem, wenn man reitet? Ich bin mit dem Stream wahrscheinlich schon ein bisschen voraus, verdammt. Bonusaktion. Piraten werden uns jetzt auch nicht aufhalten. Na, nicht umgebracht. Auch nicht umgebracht. Super. Das läuft ja grandios. Oh, jetzt ist er aber tot. Kritisch. Der Druide hat kritisch zugeschlagen. Komm vor. Findet man mal Hufeisen. Ach so. Wenn man reitet, findet man Hufeisen auf dem Weg. Ja gut, das kann natürlich passieren. Moment. Der Troglodytenwissenschaftler hat die gleichen Monster hier wie die... Moment! Ist der eventuell mit dieser Bruderschaft da im Bunde? Er hat wieder nicht gerastet.